Back from the dead. Donnerstag, der 19. April 2018 und willkommen zu einem neuen Daily Item Video. Und heute ist der Tag, an dem es das lang erwartete große Update gibt bei Fortnite. Also, wenn ihr das Video hier seht, kann sein, dass sogar noch die Server down sind. Also, 10 Uhr unserer deutscher Zeit soll es wohl so sein, dass die Server down gehen und das Update kommt. Und wir werden das auf jeden Fall in unserem Stream heute zeigen, was alles Neues gibt und was für einen neuen Spielmodus es gibt und so weiter und so fort. Aber schauen wir doch erstmal in den Itemshop rein. Also, wie ihr seht, es gibt neue Feature-Items und neue Daily-Items. Fangen wir bei den Daily-Items an. Die Empire-Axt ist am Start und die habe ich schon, wie ihr seht. Eines der ja, geilsten Harvesting-Tools meiner Meinung nach. Und die liegt bei 800 V-Bucks. Die war, glaube ich, mal ein Featured-Item zu der Zeit, als der Hound kam. Und meiner Meinung nach passt die richtig, richtig gut dazu. Also, wer sich die Axt hier gönnen möchte, 800 V-Bucks kostet die. Meiner Meinung nach einer der besten Harvesting-Tools im Spiel. Dann haben wir Dazzle am Start. Ja, da hatten wir ja vor kurzem die männliche Version. Jetzt ist die weibliche wieder drin. Also, Dazzle, wer auf Orange steht, mit dem Sub-Logo obendrauf oder beziehungsweise mit der Schrift Sub obendrauf beim Stirnband. Ja, sieht schon nice aus, muss ich sagen. Hier die Socken so ein bisschen nochmal rausgucken. Also sieht geil aus. Orange mit Handschuhen und so weiter. Also 1200 V-Bucks gehört Dazzle euch. Dann Survival Specialist ist am Start für 1200. Und da gibt es auch einen passenden Gleiter zu. Mit dem Totenkopf drauf. Wer sich den eventuell gegönnt hat oder auch komplett in Schwarz rumlaufen will. Das macht auf jeden Fall was her. Denn schwarze und weiße Skins sind relativ begehrt im Spiel. Und passen eigentlich ganz gut. Wobei man bei den weißen Skins relativ viel auffällt und bei den schwarzen nicht ganz so. Also wer hier zuschlagen möchte, auch hier oben seht ihr nochmal die Cap, die sie anhat, Dogtags noch. Also coole kleine Details noch an dem Charakter. 4200 V-Bucks. Und ja, Rust Bucket ist immer noch drin, kostenlos. Kann sein, dass es jetzt mit dem Update verschwindet, also morgen dann nicht mehr drin ist. Also eure letzte Chance eventuell kostenlos den Rust Bucket zu bekommen. Holt euch den. Kommen wir zu den Emotes. Brush the Shoulder. Den habe ich natürlich auch geholt. Ziemlich geil. Und kostet auch nur 200 V-Bucks. Für 200 V-Bucks kann man nicht meckern. Ist schnell verdient, auch in Rette die Welt. Zack, den Dreck von den Schultern machen. Und Rocket Rodeo ist am Start. Habe ich mir damals auch gegönnt, fand ich richtig nice. Einer der ersten, die so nochmal einen Zusatz bringen. Jetzt haben wir ja sowas wie die Gitarre und so weiter drin. Aber zu dem Zeitpunkt, als Rocket Rodeo rauskam, eines der ersten Emotes, die sowas hatten, dass ein Gegenstand zum Emote hinzukommt. Schauen wir uns das nochmal an hier. Ihr seht keinen Preis dran. Ich habe es schon. 800 V-Bucks kostet Rocket Rodeo. Also wenn ihr euch den gönnen möchtet, gerne, gerne. So, und dann kommen wir natürlich zu den Feature-Items. Und ihr seht schon, die Sachen hatten wir schon. Rotieren wieder rein. Ted Axe ist am Start. Die Axt, die aussieht wie so eine Liebestätowierung. Ein Pfeil durch das Herz mit den Flügeln an den Seiten. Sieht richtig nice aus. Habe ich schon keinen Preis dran. Kostet aber 800 V-Bucks. Für 800 V-Bucks auch eine geile Axt. Muss natürlich passen, ne? Also ihr müsst natürlich drauf stehen. Hat natürlich zum Valentinstag richtig gut gepasst. Ich habe mir ja damals den Engel gekauft, wie ihr wisst, wegen den Flügeln, die man mitnehmen kann. Richtig geiler Skin und da hat das wirklich gut gepasst zu. Und ja, Cuddle Team Leader ist wieder da für 2000 V-Bucks. Cuddle Team Leader ist am Start, 2000 V-Bucks. Nicht mein Fall, allerdings ist die Schleife hinten richtig geil. Ihr seht schon, die wackelt auch, wenn man sich so bewegt. Und diese Schleife kannst du tatsächlich auch überall hin mitnehmen, zu jedem Skin, also wie ein Backpack. Und zu vielen, vielen Skins passt diese Schleife wirklich sehr, sehr gut. Deswegen habe ich schon öfter mit dem Gedanken gespielt. Aber 2000 V-Bucks sind mir zu viel, nur um die Schleife mitzunehmen. Den Charakter würde ich nämlich wahrscheinlich nie spielen. Aber ja, 2000 V-Bucks. Ich bin gespannt. Featured Items, nur ein Tag wieder drin. Bedeutet, wir sehen morgen wieder neue. Wir hatten das ja gestern in den Kommentaren diskutiert, wie lange das heißt. Ich weiß, es war mal so, dass wenn ein Tag da steht, es eigentlich zwei Tage sind. Und wenn zwei Tage steht, eigentlich drei. Ist aber geändert worden, schon seit ein bisschen längerer Zeit. Wenn hier ein Tag steht, ist wirklich morgen was Neues dran. Also wenn ihr morgen das Video seht, gibt es neue Featured Items und auch neue Dailies. Wobei hier die Zeit runtergeht und hier nicht. Ich weiß, es ist ein bisschen verwirrend, aber es ist wirklich so. Ein Tag nur und dann gibt es neue Sachen. Bin ich gespannt, ob wir was komplett Neues sehen. Es gibt hier einige angekündigte Sachen. Morgen auch das dicke Update. Beziehungsweise heute, wenn ihr das Video seht. Deswegen bin ich wirklich gespannt. Also schaut auf jeden Fall vorbei und schreibt mir bitte in die Kommentare unten rein, was ihr euch gegönnt habt, ob ihr noch irgendwas gegönnt habt. Ja, meine Favoriten heute, Rocket Rodeo, Empire Axe, das sind so die beiden Favoriten von mir. Aber ja, schreibt mal rein, was ihr euch gegönnt habt, ob ihr euch überhaupt was gegönnt habt und was ihr glaubt, was in dem Update heute kommt. Würde mich nämlich mal interessieren. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, wenn nicht, lasst ein Dislike da. Und dann hören wir uns morgen zur neuen Folge. Bis dann. Ciao, ciao.